Hallo und herzlich willkommen zurück zu Randall's Monday. Wir waren ja immer noch hier auf der Convention, auf dieser sogenannten Nerd Convention, so wie er es ja so freundlich nennt. Und da hau ich jetzt mal ab. Ich habe mich nämlich wieder ein bisschen gelesen und habe herausgefunden, dass wir mit der Gabel beim Psychiater irgendwas machen sollen. Also ich habe nur das Probeflogen, den Artikel. Ich weiß, es ist nicht gerade das Schlauste, wenn man jetzt irgendwie herausfinden will, wie man was macht, aber hey, was soll ich machen? So. Ich habe nur gelesen, Gabel, Psychiater, aha, irgendwo muss da ein Zusammenhang sein. Und jetzt versuche ich auch, hier alles mit der Gabel zu nutzen. Ja. Ich soll Leute mit einer Gabel abstechen. Alan! Ich soll Leute mit einer Gabel abstechen. Alan! Okay, wir haben den Stecker jetzt in die Schaltung gepackt. Und was jetzt? Meine Maus ist kaputt. Da steht Robert. Hallo nochmal, Alan. Verzeihung, sprechen Sie mit mir? Mein Name ist nämlich Nein. Robert. Sicher? Ziemlich sicher, ja. Okay, also wie ist los? Alan Robert gemacht. Alles klar. Also dein Name ist nicht mehr Alan? Oh, verflucht. Was? Sie sind nicht der Erste, der mir das erzählt. Scheinbar ist da ein Kerl namens Alan, der genau wie ich aussieht. Und ich sag Ihnen, der versaut mir richtig das Leben. Was meinst du damit? Naja, wissen Sie, ich glaube, der Dreckskerl sieht genauso aus wie ich. Trägt dieselbe Kleidung. Die Leute verwechseln mich mit ihm. Sie geben mir die Schuld für das, was er anstellt. Und jetzt riecht mein Keller wie Scheiße und ich weiß nicht mal warum. Faszinierend. Schön, dich kennenzulernen, Robert. Könnte ich vor dir zum Doc? Machen Sie Witze. Sie wollen, dass ich meinen Platz in der Reihe einfach so aufgebe? Als wenn der Ärger mit diesem Alan nicht genug wäre. Tut mir leid, mein Freund. Keine Chance. Also, dieser Alan ruiniert dein Leben, ja? Ganz genau. Ich kann gar nicht mehr vor die Tür. Alle starren mich an und beleidigen mich. Naja, ich glaube, das liegt an deinen Klamotten. Ne? Hey, ganz vorsichtig, Freundchen. Und da ist noch was. Gestern habe ich eine beeindruckend große tote Schildkröte auf meinem Nachttisch gefunden, genau da, wo vorher mein Globus stand. Ich glaube, Alan wollte mir damit irgendeine Art Botschaft vermitteln. Okay. Ciao, Robert. Ja, wie auch immer, tschüss. Nein, nein! Sekunde mal. Ja, was denn? Es ist nur... jetzt, wo ich darüber nachdenke... Ich habe das Gefühl, Sie kennen diesen Alan. Wünscht, es wäre nicht so, aber ja. Und? Ich brauche Sie, um diesem Kerl eine Falle zu stellen. Im Ernst? Scheiße, ja! Dieser Bastard macht mir das Leben zur Hölle. Und das werde ich nicht länger hinnehmen. Wussten Sie, dass er meinen Kanarienvogel entführt hat? Woher zum Geier soll ich das wissen? Und überhaupt, woher weißt du das? Hat er dir einen Erpresserbrief dagelassen, oder was? Nein, aber ich weiß, dass das Arschloch bei mir einbricht, wenn ich nicht da bin. Einmal habe ich meine Post auf dem Tisch gefunden und irgendwer hat meine Strom- und Wasserrechnungen mit Schecks bezahlt. Unterschrieben von, raten Sie mal, genau von diesem Alan. Großer Gott! Du willst mir also sagen, dass dieser Wichser deine Rechnungen bezahlt? Wir müssen das Monster aufhalten! Glauben Sie, das ist so eine Art Scherz? Er hat Columbus heute Morgen entführt. Ich hoffe, das ist der Kanarienvogel, weil wenn du dein Kind Columbus genannt hast, ist dieses Gespräch beendet. Natürlich geht es um meinen Vogel. Das sagte ich doch. Er ist wirklich alt und er singt kaum noch. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja, also was die Falle angeht, hast du einen Plan? Naja, ich habe ihn noch nicht ausgearbeitet, aber ich lasse mir was einfallen. Immerhin bin ich schlauer als du. Sicher bist du das. Bleiben Sie in der Nähe, okay? Klar, mach ich.
übrigens, ich wollte noch mal erwähnen, by the way, dass ich jeden Sonntag ein Paladins-Battle mache, also eins hochladen Video, das ich dann in der Woche aufgenommen habe immer. Heißt, wenn ihr Interesse habt, mit mir mal Paladin zu spielen, schreibt mich kurz mal mit einer PN an, dann lade ich euch ein in Paladins und dann können wir mal zusammen in ein Match rein. Eventuell können wir auch den TS nutzen. Danke an Sion Hosting natürlich dafür nochmal für das schöne funktionierende TS. Bei anderen hatte ich immer schön Schwierigkeiten, also Sion Hosting, top gemacht. Ist natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung, weil die durch meinen Kollegen, der es vertraglich abgemacht hat, unser Werbepartner ist. Aber das ist nebensächlich. So. Das reicht mir jetzt erstmal. Okay. Ich will die Gabel wieder mitnehmen. Hallo, ich wollte die mitnehmen. Alan! Und schon ändert sich auch die Musik, merke ich gerade. Und Alan ist wieder da. Okay. Alan? Ja? Oh. Wusstest du, dass da draußen jemand ist, der dich echt nicht leiden kann? Und jetzt kommt der Part, wo du mir sagst, dass dieser jemand du bist, oder? Das war eigentlich nicht der Plan, aber jetzt, wo du es erwähnst, ja, ich mag dich nicht besonders. Dachte ich mir. Naja, du musst verstehen. Sieh dir nur mal deine Klamotten an. Ist ja gut. Mir doch egal, ob du mich magst. Alan! Kurze Info noch zwischendurch mal, wir werden noch die Datenfragmente heute bei Assassin's Creed sammeln. Noch nebenbei erwähnt sei. Ich kann das einfach nicht. Robert ist hinter dir her, lauf! Wer? Der Besitzer des Vogels, den du entführt hast. Hey! Wenn das ein Witz ist, war der nicht sehr lustig. Alter, das ist kein Witz. Dein anderes Ich heißt Robert und der hat dich satt. Versteh doch, du hast deinen Kanarienvogel entführt. Und was die Sache noch schlimmer macht, der heißt Columbus. Mein anderes Ich heißt Robert? Das erklärt einiges. Wie zum Beispiel das Tattoo auf meinem... Naja, mein Tattoo. Aber ich habe keinen Vogel entführt. Alan! Im Gegenteil. Ich reinige diese Welt. Also, weißt du... Die Welt reinigen klingt sehr zweifelhaft. Pass auf! Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich bemerkt, dass, wie immer, jemand bei mir eingebrochen ist und alles total verwüstet hat. Und dann sah ich den... Wen? Den verdammten Echsen-Illuminaten. Ich musste ihn fertig machen. Oh Gott, jetzt hoffe ich wirklich, dass es um den Vogel geht. Vogel? So sehr sie auch versuchen, ihre DNA zu verändern, damit sie wie normale Vögel aussehen, mich legen sie nicht rein, selbst wenn sie in Käfigen stecken. Alan! Nein, mich legen sie nicht rein. Verstehe. Weißt du es etwa nicht? Sie beobachten uns. Die Kanarienvögel? Alle Vögel verbreiten sich über die ganze Stadt wie ein Virus. Und in Wahrheit sind sie getarnte Aliens, die den Planeten übernehmen wollen. Hey, du sagtest doch, wir leben gar nicht mehr auf einem Planeten. Tut mir leid. Ich habe gerade einfach zu viel im Kopf. Alan! Was ich meinte ist, dass diese Aliens versuchen, unsere Sternenschildkröte zu übernehmen. Okay. Nur fürs Protokoll. Hast du Columbus umgelegt? Wen? Den Vogel. Ich musste es tun. Er hat mich seltsam angesehen. Und ich hab's dir doch erklärt. Er ist kein Kanarienvogel gewesen. Okay, und was hast du mit der Leiche gemacht? Weggeworfen. War doch nur ein blöder Vogel. Aber du sagtest doch gerade, er war kein... Ah, scheiß drauf. Rede weiter. Naja, das war's eigentlich. Alan! Hab ihn einfach weggeworfen. Diese Bastarde verdienen kein anständiges Begräbnis. Ja, natürlich nicht. Wie lange beobachten uns die Vögel eigentlich schon? Das sind keine Vögel. Das sind extraterrestrische Wesen, die die Form harmloser Tiere angenommen haben, damit wir sie nicht verdächtigen. Sie sehen alles und das schon seit Urzeiten und diktieren uns, wie wir leben sollen. Ich weiß, du glaubst mir nicht. Ich glaube nur an das fliegende Spaghetti-Monster. Schön. Mal abgesehen davon, dass die Vögel unsere Stadt wie ein Virus befallen, sind eigentlich Koala-Bären. Aber egal. Wir haben ja sehr viele draußen gerade. Naja, erzähl mir doch mal mehr von diesen Illuminati, ja? Tja, das ist ein etwas düsteres Thema. Wirklich? Sehr ironisch. Ironisch?
Ja, versteh's schon, die Illuminati, düsteres Thema. Muss ich es wirklich erklären? Alan! Wir reden später weiter. Alan! Wahrscheinlich wird das jetzt weiterhin so hin und her gehen. Und hört mal auf die Musik immer. Robert? Ja? Oh Gott sei Dank. Für einen Moment dachte ich, du sagst sowas wie, mein Name ist Justin oder sowas. Von zur Hölle reden. Entschuldigung. Das ist schon gut. Falls das Spiel zu leise sein sollte, bitte informiert mich mal in diesem Part darüber. Dann werde ich bei den nächsten paar Parts mal das Spiel ein bisschen lauter stellen. Ich weiß vielleicht mehr über deinen Vogel. Columbus? Was? Hast du etwa noch mehr Kanarienvögel mit komischen Namen? Nein, habe ich verdammt nochmal nicht. Naja, ich glaube, ich weiß, was mit deinem guten alten Columbus passiert ist. Ist ernst, also sag ich's gleich, wie es ist. Er wurde ermordet. Ermordet? Wie? Naja, wie soll ich sagen? Es ist alles etwas verworren. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen Sie ganz von vorne an. Wie haben Sie herausgefunden, dass Columbus ermordet wurde? Tja, erstmal war es nicht irgendjemand. Es war Alan. Motherfucker. Das kann ich jetzt schon gar nicht mehr monetarisieren. Alan. Eine Beleidigung drin. Das war's. Geht nicht. Wenn der Wichser Krieg will, nee, Spaß soll beiseite. Er ihn haben. So gern ich da auch zusehen würde, wir sollten nichts übereilen. Ich monetarisiere nur dafür, wo ich Rechte habe. Also wo ich mir die Erlaubnis eingeholt habe. Bei Assassin's Creed habe ich mir versucht einzuholen. Da haben sie jeweils immer nur die Bestätigung, dass ich Let's Playen darf, aber nicht monetarisieren darf. Volles Verständnis, ist in Ordnung. Habe ich kein Problem mit. Ist dir nie in den Sinn gekommen, dass Alan vielleicht... Mach ich als Hobby, nicht als Job. Was? So wie ein siamesischer Zwilling oder so? Nicht wirklich. Weißt du, was Persönlichkeitsstörung bedeutet? Natürlich. Deswegen bin ich doch eigentlich hier. Was? Ja, die Leute sagen, ich hätte eine Persönlichkeitsstörung. Und du meinst nicht, das würde alles erklären? Eigentlich nicht. Was genau meinen sie? Ich meine Alan verfickt nochmal. Siehst du nicht, dass alles Schlechte, das dir passiert, mit Alan zusammenhängt? Kapierst du nicht, dass das der Grund ist, wieso du ihn nie erwischst, wenn er einbricht? Und warum er so wie du aussieht und sich genauso anzieht? Fuck, Robert! Du bist Alan! Mal ehrlich, wie kann dir das nicht auffallen? Oh, der war gut. Sie haben eine tolle Vorstellungskraft, mein Freund. Da könnten Sie einen scheiß Film draus machen aus der Geschichte. Okay, was auch immer. Ich muss mal los. Na denn. Gott, ich habe schon keinen Nerv mehr, mit denen zu reden. Tut mir leid, aber... Ach, komm, machen wir da weiter. Bin ich wieder. Großartig. Alan! Was wirst du dem Doc erzählen? Naja, ich werde über meine psychischen Probleme mit ihm reden. Und ihm sagen, dass wenn er mir nicht hilft, ich das ganze Gebäude in die Luft jagen werde. Alan! Gut, das will ich auch. Ich hätte ja echt gern die Leiche von dem Alien gesehen. Willst du das immer noch? Was? Du weißt schon. Willst du das Reptil immer noch sehen? Ich dachte, du wärst die Leiche losgeworden. Stimmt. Aber was, wenn ich ein Foto mit meinem Handy gemacht hätte? Für mein abgeschlachtete Aliens-Album. Echt? Du machst Fotos von den Leichen? Immer. Ich muss das meinen Freunden auf everythingisalienletskillthemall.org doch auch beweisen können. Sag mir bitte, dass du auch mit auf dem Foto bist. Na klar. Sonst würde mir doch keiner glauben, dass ich die Aliens umgelegt habe. Faszinierend. Alles klar. Bin da mal weg. Folge immer deinem Herz. Alan! Okay. Aber ich habe ja nichts gegen... Hey. Ach, naja. Scheiße, Mann. Es kommt mir so vor, als wären Sie in der letzten Zeit der Einzige, mit dem man reden kann. Was für ein schöner Tag, hm? Ja, wunderschön. Hoffen wir mal, dass kein Arschloch vorbeikommt und ihn verdirbt. So sieht's aus.
Es ist fast schon Regenzeit. Ja, aber das Wetter so in letzter Zeit war schon idyllisch, oder? Naja, ich hab's lieber kälter, wissen Sie? Wenn man sich in sein warmes Bett kuscheln kann, die Decke bis oben hochgezogen und... Genug, es reicht. Gott, Schluss mit der albernen Scharade. Was zur Hölle ist Ihr Problem? Ach, nur, dass mir das Wetter und Decken scheißegal sind. Ich wollte nur dein Vertrauen gewinnen, aber so geht das nicht. Sieh dich doch mal an. Ich kann mit jemandem, der so angezogen ist, nicht über das Wetter reden. Es widerstrebt meiner Natur. Tut mir leid. Es tut Ihnen leid. Ja, pass auf, reden wir über was anderes, okay? Über was anderes reden? Fahren Sie zur Hölle! Und da sagen die, ich wäre verrückt. Aber mal im Ernst, ein toller Tag, oder? Hauen Sie schon ab. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Ah! Mein Akku ist alle. Oh, na gut, wenn es ein Notfall ist, ist das wohl kein Problem. Lassen Sie es halt heilen. Das wird wohl für Sie sein. Keine Ahnung, wovon du redest. Oh, das? Nein. Das Handy gehört meiner Schwester. Ich habe wohl das Falsche mitgenommen. Jetzt gehen Sie schon ran. Das ist ja peinlich. Okay, erwischt. Und das gebe ich nicht gern zu. Schon gar nicht gegenüber jemandem, der so angezogen ist. Hallo? Sind Sie mit Ihrem gegenwärtigen Anbieter zufrieden? Ach, guten Tag, menschlicher Abschaum. Ja. Wer war das? Also, wenn ich fragen darf. Dein Stylist. Ha! Sehr lustig. Manche Leute wissen wahre Eleganz einfach nicht zu schätzen. Ja, ganz besonders du. Sie bewegen sich auf dünnem Eis, mein Freund. Hey, nur Spaß. Dünnen Eis, so hat mich mein Vater auch immer genannt. Oder meinte er damit, dass ich auf dünnen Eis stehe? Keine Ahnung. Nein, Spaß beiseite. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Ich will dir mal was zeigen. Was zeigen? Nein, danke. Komm schon, Robert, ich klaue dir dein Telefon schon nicht. Ich will dir nur was zeigen. Ich bin nicht so der Fan von Handys. Meins hat nicht mal Internet. Ich benutze das nur, um zu telefonieren. Sonst nichts. Naja, wahrscheinlich ist es einfach nur so alt, dass du nicht willst, dass andere Leute es sehen. Ah, das ist nicht wahr. Mir ist egal, was andere Leute denken. Das sollten sie mittlerweile wissen. Würde ich sonst sowas anziehen? Na schön, gut, dann zeig's mir eben nicht. Es ist nur... Ich weiß wirklich nicht, was das hier soll. Ehrlich. Robert, ich will dir beweisen, dass du Alan bist. Hey, genug davon. Aber... Kein Aber. Ich habe diese lächerliche Geschichte satt. Hoppla. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein Ei? Ich will dir mal was zeigen. Was zeigen? Komm schon, Robert, ich glaube... Ich bin nicht so der Fan... Naja, wahrscheinlich ist es einfach nur so. Das sollten Sie. Na schön. Gut. Es ist nur. Ich wollte nur sehen, ob du da Bilder von Columbus drin hast. Sie wollen mir also helfen, ihn zu finden? Ah, schätze schon. Ich habe tausende Flyer in der Nachbarschaft verteilt. Ich habe sogar eine Belohnung ausgesetzt. Hast du denn Bilder von ihm auf deinem Handy? Ich benutze das Ding nicht zum Bildermachen, klar? Okay. Das sagt jeder und nachher benutzt man es trotzdem. Kann ich mir... Haben Sie... Ich will... Was? Komm schon. Ich bin nicht... Naja. Das sollten... Na schön. Gut. Dann zeig's mir eben nicht. Es ist nur... Ich wollte ja nur mal die Funktionen ansehen. Funktionen? Ich sagte doch, das Ding ist alt. Es hat nicht mal WLAN. Echt eine Schande. Sicher? Gibt's nicht eine Option im Menü, das anzuschalten? Nee. Ich habe hier nur Kontakte, Anrufliste, Spiele, Galerie. Moment, schau mal danach. In der Galerie? Ja, ich weiß auch nicht, warum die den WLAN-Zugang da reingesetzt haben. Wirklich?
Das macht doch keinen... Stimmt was nicht? Was zur Hölle soll das mit dem abgeschlachteten Aliens-Ordner? Puh, weiß auch nicht. Warum schaust du nicht mal rein, Alan? Aber was hat das zu bedeuten? Was ist los? Hast du was Komisches da drin gefunden, Alan? Nennen Sie mich nicht so! Aber das ist dein Name, Alan, auch wenn du dich weigerst, das zu akzeptieren. Nein, nein, nein! Ich würde Columbus nie wehtun. Und doch ist da der Beweis. Du weißt genau, dass du das auf den Bildern bist. Und du weißt auch, dass das Columbus ist. Du hast ihn umgebracht. Nein, 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 nein! Das passiert nicht. Das darf nicht schon wieder passieren. Oh, tut mir leid, aber ich glaube, dafür ist es zu spät. Und die Dinge hier werden sich wohl ziemlich ändern. Wow, das habe ich jetzt nicht erwartet. Passt aber auch. Sofort, Dr. Johnson. Mr. Alan Simmons, Sie sind dran. Ich glaube, Mr. Simmons kann seinen Termin gerade nicht wahrnehmen. Ist Mr. Simmons etwas zugestoßen? Ich glaube schon, aber... Naja, wie sieht denn Dr. Johnsons Zeitplan jetzt aus? Ich glaube, da ist gerade was frei geworden. Ich sehe, was Sie da gemacht haben. Ich? Wir haben nur über das Wetter geredet. Dr. Johnson, Mr. Alan Simmons fühlt sich nicht gut. Und da ist dieser Mann, ein gewisser Dr. Doogie Hauser, der darauf besteht, Sie zu sprechen. Dr. Hauser, Sie können jetzt eintreten. Dr. Johnson empfängt Sie jetzt. Die deutsche Stimme von Samuel Jackson empfängt uns jetzt. Alles klar. Na dann, Sir. Ich bin Dr. Harold Johnson. Erzählen Sie mir doch mal, was Ihr Problem ist. Okay, also sehen Sie, ich bin in einer Zeitschleife gefangen und ich glaube, das ist nicht normal. Okay. Haben Sie Kopfschmerzen oder Migräne? nur wenn man mich auf den Kopf schlägt, ja, ist klar. Nee, nur wenn ich verkatert bin, ja, aber ich... Ich mache mal mit den Kopfschmerzen. Nur wenn man mir auf den Kopf schlägt. Und passiert das häufiger? Ehrlich gesagt, öfter als mir lieb ist. Aber meistens habe ich es auch verdient, also... Verstehe. Na gut. haben Sie jüngst große Veränderungen in Ihrem Leben gehabt? nein, ich wünsche es sehr. Also ich habe letzter Zeit den Traum... für den ich Elaine an... Oh Gott, nein! Und das macht... Ja, komm! Also, ich habe in letzter Zeit diesen Traum, in dem ich Elaine anbagger. Und das macht mir große Angst. Elaine? Eine frühere Partnerin? Was? Nein, 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 nein. Elaine ist der Zirkusfreak, dem die Bar gehört, die ich oft besuche. Also finden Sie diese Frau nicht attraktiv? Sie sind ein echter Gedankenleser, Doc. Okay. Fangen wir mit einem einfachen Rorschach-Test an. Ich kenne den menschlichen Geist sehr gut, Dr. Hauser. Ich bin ein Profi, also nehmen Sie diesen Test bitte ernst. Ich werde Ihnen jetzt einige Bilder zeigen und ich möchte, dass Sie mir sagen, was Sie darauf sehen. Okay, ich sehe Carl Winslow. Ich habe Ihnen noch kein Bild gezeigt. Oh, jetzt habe ich verstanden. Ist das da hinten nicht von Craig? Das in dem Regal da hinten? Haben Sie die gemalt? Nein. Woher wissen Sie dann, was Sie wirklich darstellen? So funktioniert dieser Test nicht, Dr. Hauser. Aber konzentrieren wir uns auf Ihr Problem. Und was ist mein Problem? Nun, das weiß ich noch nicht. Deswegen machen wir den Test. Aber wir können damit nicht anfangen, wenn Sie mich ständig unterbrechen. Wie gesagt, ich werde Ihnen nun ein paar Bilder zeigen. Super, das gefällt mir. Was sehen Sie denn auf diesem Bild? Ach so, Antworten mit Namu. Aber was ich hier auf jeden Fall sehe, ist schon dieses komische Männchen. Heißt, es könnte natürlich... Ja, das ist immer die Frage, was man selber daraus sieht. Ist ja klar, aber trotzdem. Ich sehe da einen brennenden Stepptanz. Mann, ist das leise. Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte machen. Was ist mit dem hier? Was sehen Sie?
das Rufsignal für Batman? Ist das dabei? Nicht das? Ich glaube, das ist die Maschine. Ach, das sind Hunde. Und die spielen Poker. Wir nehmen eine Visitenkarte. Schön, versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Das sind Hunde! Nein, ich wollte was anderes nehmen. Och Mann. Ist das los? Nö. Mittlere Maustaste ist tot. Nichts da. Schön. Versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Ah, okay. Ich darf jetzt doch noch. Ich glaube, das ist eine Zeitmaschine. Eine Zeitmaschine? Wie kommen Sie da? Das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Das war doch der Sinn der Sache, oder? Das ist wahr. Aber ich finde es ja merkwürdig, dass das Erste, was Ihnen in den Sinn kommt, Ah, das vermehrt es auf. Nun gut. Da ist eine TARDIS im Hintergrund auch noch im Regal. Sput nochmal ein Stück zurück und mach mal Pause. Im Regal steht auch die TARDIS, also die von Doctor Who. Und das sieht ehrlich gesagt aus, ja gut, Bundesstaate wäre das hier dann, aber das wären dann die Typen, die die aufgemacht haben oder tragen würden. Ein Tintenfleck, das ist ein das Empire State Building. Das Empire State Building, Da das kommt. Die Bundeslade. Tatsächlich. Dann verfolgen Sie wohl auch die Abenteuer von Dr. Jones. Richtig? Wem? Schon gut. Schon gut. Wir haben hier ja einen richtigen Lauf. Sagen Sie, Dr. Hauser, was ist mit diesem? Stormtrooper, ganz klar. Ey, aber ohne Scherz, das ist so simpel zu malen quasi. Ein Astronaut der Waffeln ist. Ein Astronaut der Waffeln ist. Ein Astronaut der Waffeln ist. Yep, mit Arbeit. Gut, Arbeit. Sehr schön. Sehr schön. Machen wir weiter. Sehen Sie sich dieses Bild an. Was sehen Sie, Dr. Hauser? Oh Gott. Ah, ein Verschachtelungssatz. Ich sehe einen Anzug. Also ein Verschachtelungssatz, bevor ich hier weitermache. Das heißt, man sagt etwas, was in diesem etwas ist, was in diesem etwas ist, was in diesem etwas ist. Also heißt zum Beispiel, ein Ball, der in einem Ball ist, der in einem Ball ist, ist ein Ball in einem Ball. Das ist quasi genauso wie hier.
Ich sehe einen Psychiater, der ein Bild von einem Psychiater hält, der ein Bild hält, auf den ein Psychiater ein Bild hält. Das ist auch so ein Verschachtelungssatz. Der Begriff ist allerdings nicht vorhanden, also ich sage das immer so, weil schnell und einfach zu erklären ist. Pixel, große, fette Pixel. Ja, das habe ich auch immer. Wenn ich zu dicht ranzoome in ein Bild, habe ich dicke, fette, große Pixel. Mehr habe ich dann nicht. Aber ich will irgendwie das mit den... Ja, komm, ich mache das mit den Psychiater. Ich sehe einen Psychiater, der ein Bild von einem Psychiater hält, der ein Bild hält, auf dem ein Psychiater ein Bild hält, wo... Okay, okay. Was Sie beschreiben, ist der Froste-Effekt. Froste-Effekt. Aber das ist nicht sehr häufig bei einem Rorschach-Test. Was soll ich sagen? Das ist, was ich sehe. Und der Psychiater bin ich. Sie sind Psychiater? Okay. Jetzt begreife ich, was hier vorgeht. Meine Geduld hat... So, aber ich... Okay, das reicht. Ich habe mir genug von Ihren Wahnvorstellungen angehört. Das ist nicht mein Job, verdammt. Also eigentlich ist es genau das, Doc. Mir egal. Der Test ist vorbei. Sie leiden an einer schweren Form von Kleptomanie. Basiert diese Diagnose auf meinen Antworten? Nein. Die basiert auf der Tatsache, dass ich gesehen habe, wie Sie heimlich eine meiner Karten gestohlen haben, als ich mir Notizen gemacht habe. Das ist übrigens bemerkenswert dämlich, denn diese Karten sind dafür da, um sie mitzunehmen. Dachten Sie wirklich, ich würde das nicht merken? Ich bin doch genau hier, Herrgott! Egal. Ich glaube, hier passiert eines von zwei Szenarien. Entweder führen Sie mich aus irgendeinem Grund an der Nase herum, oder Sie sind ein absoluter Schwachkopf. In beiden Fällen muss ich Sie darauf hinweisen, dass ich die entsprechenden Behörden verständigen werde, sollten Sie je wieder meine Praxis betreten. Ich habe nichts davon verstanden, aber plötzlich fühle ich mich hier nicht mehr willkommen. Ja gut. Ich würde mal sagen, dann war es das erstmal für heute hier. Wir hören uns bzw. sehen uns beim nächsten Mal hier wieder. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Und ich bin raus, euer Zeus. Haut rein und ciao.